So, herzlich willkommen. Wir sind schon ein Stück weitergekommen, nämlich tatsächlich bei dem Verbinden von zwei Strecken, also von zwei Städten. Und dort haben wir schon den Personenverkehr eingerichtet, nämlich von Waren nach Stockton. Und hier haben wir schon, ich habe ein bisschen weiterlaufen lassen, tatsächlich gesehen, dass wir ein paar Leute schon an die Bushaltestelle bekommen haben. Und wir haben festgestellt, und das ist ja viel, viel wichtiger, dass das System mit diesen Fahrgästen nicht mehr so ist wie früher. Außer sind die Buttons ein bisschen deutlicher zu sehen, oder? Naja, wir haben hier tatsächlich viel mehr generierte Fahrgäste. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass sie das überarbeitet haben. Also was haben wir denn da? Eine neue Lok. Das ist eine Elektrolok. Die sieht auch krass aus, wie viel Reifen die hat. Reifen hat die ja nicht, aber Wheels. Sehr lustig. Okay, und in dem Fall wollen wir gucken, dass wir das ein bisschen hier optimieren. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Geld und ich würde gerne jetzt ein weiteres machen, nämlich tatsächlich von Stockton nach Carrollton zu gehen und dort einfach weiter. Ich will keine Hilfe. Ich kann das irgendwie nicht ausschalten. Von Carrollton nach Napperville und von Avada wieder zurück nach Stockton. Das wird jetzt unser kleines Projekt sein. Und ich habe den Eindruck tatsächlich, dass es mehr Gewinn abwirft, als ich das eigentlich erwartet hatte. Okay, lass uns einfach mal anfangen, das Geld auf den Kopf zu hauen. In dem Fall lassen wir auch erstmal kleine Bahnhöfe, um einfach die Kosten gering zu halten. Jetzt mal überlegen, ich baue das doch hier hin. Wie sieht die Topografie aus? Zack. Das ist ein Hügel, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ach so, ja, noch ein Nachteil ist, wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann schaffe ich natürlich, dass ich die andere Linie da so ein bisschen... Also, ich würde hier den LKW-Verkehr ein bisschen stören, dadurch, dass ich fahre. Mit dem Zufahrer, aber das mache ich jetzt einfach. Sieht viel schöner aus, wenn das hier hinten ist. Wobei, das ist natürlich auch doof. Man sieht schon, wenn ich jetzt ein bisschen rangehe, ich muss mal gucken. Richtige Taste, richtig. Dass, wenn ich hier baue, nachher das Problem habe zu erweitern, aber ich glaube, es ist nicht so hoch. Okay. Ja, ein bisschen Platz lassen, weil wir wollen ja noch die Bushaltestelle hin bauen. So, 200.000. Und jetzt nehmen wir mal Gleise und bauen einfach mal hier lustig vor uns hin. Und ich hatte schon überlegt, nehmen wir das jetzt in Kauf und machen wir hier einen Tunnel rein. Das wäre unser erster Tunnel. Ja, ich glaube, ich mache das. Wir machen hier durch. Und dann gehen wir hier runter. Ja, okay. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Okay, und nicht zu vergessen, bei den Straßen nachher wieder das Kurvenmenü reinzumachen, damit es nicht alles aussieht, als ob das am Reißbrett geplant ist. So, jetzt einmal hier durch. Und was haben wir? 1 Million. Wir können auch ein bisschen sparen, wobei das macht den Kohl nicht fett, wenn wir jetzt hier rüber gehen. Ja, wir haben's. Wir sind ja voll dick im Geschäft, daher überhaupt kein Thema. Ups. Außerdem kann man da nachher eine schöne Fahrt machen. Ja, ach Gott. So. Zack, und das ist auch angebaut. Und hat uns nicht mal, 1 Million, 1,5 Millionen. So, dann würde ich gleich weiter den Schienenverkehr machen, nämlich bis nach Dull. Dully City? Nee, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte nach Napperville. Dully City wäre nachher so eine Kuhkaf-Geschichte. Jedenfalls jetzt noch. Oh, wir können hier schön rüber über diese Enge. Okay, einmal hier so längs, dann zack. Und dann müssen wir da hinten eigentlich hin. Naja. Ups.
Ja, gut, können wir auch machen, aber wir wollen ja dann hier rüber. Oh Gott, okay. Ist natürlich ein bisschen blöd. Na, wobei, wenn wir das jetzt tatsächlich nach Coral City machen, also das hier und das so und hier den Zentralbahnhof hinbauen, dann, oh Gott, will ich das schon sehen, wie viele Leute da warten. Da muss ich gleich mal dran ein bisschen nacharbeiten. Ja, machen wir das nach Neverwill, aber dann oben. Und hier ist dann Ende. Ja, hier mache ich einen Kopfbahnhof hin. Ja, hier machen wir Kopfbahnhof hin. Und dann würde ich sagen, ja, jein. Ich hatte erst überlegt, das obere Dorf hier, das Delhi City, mit hier anzubringen. Aber ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir das nach Carlton. Wie heißt das jetzt? Ja, Carlton. Okay, bringen wir es mal hier mit ran. Irgendwie hat sich so ein Frosch versteckt. Ach, ja, okay, man sieht jetzt schon ein Riesenproblem. Ist dem Fall. Dass wenn ich das dahin baue, habe ich den Berg im Weg oder diese Anhöhe. Ich würde ja gerne hier rüber gehen, aber ich glaube, ich mache da einmal ein wenig Umweg. So. Hopp. Rest machen wir gleich, nämlich das Anbinden von einem Busbahnhof und so weiter und so fort. Jetzt gucke ich mal. Ich glaube, ich gehe mich hier durch. Ups. Das nette Speichern zwischendurch. Gut, ich gehe mich hier rüber, nach da rüber und dann da runter. Bauen wir gleich schon die Brückenkonstruktion hin, dann sind wir ein bisschen schneller für spätere. Ja, irgendwie Kollision, aber warum? Warte, kriege ich das hin? Ne, irgendwie kriege ich das nicht hin. Weil ich das Wasser nicht verändern darf? Warte mal, lass mal einmal hochgehen. Jetzt, ach. Ups. Ja, jetzt, ja, eine Insel. Na, machst du nicht, ne? Nee. Ja, nee, nicht ganz. Mist. Na, jetzt hier, genau. Da kann man noch nicht. Darf ich das angleichen? Geht das dann besser? Ja. Sehr schön. Na, das wird eine schöne Strecke hier. Außer das hier, naja gut, das müssen wir leider ein bisschen nachbearbeiten. So, ja. Ja, das wird cool werden. So, dann können wir hier nämlich jetzt raus und dann Richtung Curtain. Da ist ein Tunnel drinne? Boah, was kostet das? Nee, das nehme ich jetzt nicht mit. Das ist doch ein bisschen zu viel.
Wieso baue ich denn schon wieder? Habe ich irgendwas verpennt? Ist die alle? Nein. Doch. Ich habe es komplett in Strom gebaut, ha? Huh? Okay, hatte ich das an die ganze Zeit? Aber... Ja, ja, ich habe das angehabt. Ich habe das aber nicht explizit ausgewählt. Aber es war wo an. Okay, alles klar. Nee, macht ja nichts. Wir haben dann Stromtrasse gebaut. Somit können wir theoretisch auch Züge mit Strom ein wenig hin und her schicken. Aber das machen wir jetzt erstmal noch nicht. So. Da wir jetzt ja mehr Züge nachher auf ein Gleis haben, müssen wir gucken, dass wir auch Signale setzen. Ich würde erstmal sagen, im Ein- und Ausgang mache ich erstmal einen damit. So, damit jetzt, wenn wir gleich einen neuen Zug raufbringen, es zu keiner Kollision kommt. Also wir werden hier ein Depot bauen, weil wir dann nach dort einen Zug schicken können und fertig ist die Laube. Zugdepot. Ne, machen wir es anders so. Erst die Gleise, damit ich weiß ungefähr wo. Ich habe es jetzt... Oder mach das jetzt erstmal provisorisch. Wie viel ist? Ich weiß, dass nachher von diesem provisorischen nachher nicht mehr wirklich viel geändert wird. Aber der Wille zählt, habe ich gehört. Der Wille zählt. So. So ein bisschen wie stets bemüht. Okay, jetzt hier mal eine Runde. Okay, da ist angebaut. Wie viel habe ich? Ich glaube, ich muss hier doch noch... 60. Wo bist du? Du kommst bist auf dem Weg zurück. Na, machst du schon Plus? Was sagen die Finanzen? Ja, also er geht fast... geht an die Grenze jetzt zu rentabel. Ist voll. Hier müssten... Sehe ich noch auf der Linie. Wir können die jetzt noch mal gucken. Nochmal nur die an, die wir sehen wollen. 12.000, ja gut. Und es sind immer noch tatsächlich Möglichkeiten. Des Transports. Oh, ne, das sind jetzt 4, sind 5, sind 6. Naja, lädt hier auf und fährt dahin und dann ist 9. Der bringt weg und der ist voll. Bip, bip, was haben wir denn? Die Junkers! Ein schönes Flugzeug gibt es jetzt. Naja, dann würde ich sagen, tatsächlich nochmal 2. Ich hoffe, ich überhebe mich nicht. So, wieder ein Speicher. Ne, irgendwie hat das gehakt. Was macht er denn jetzt hier? Warum speichert er? Hakt er denn hier? Soll er das? Wo bin ich denn überhaupt? Da. Komisch. War die noch nie so. Okay, dann transportiere ich. Hier könnte ich ja bald dann tatsächlich noch einen Zug raufbringen, weil der ist ja hier mit 78 schon wieder voll. Oh, so what? Okay, wir etablieren erstmal die anderen Linien und dann mache ich mir erstmal darüber Gedanken. Und dann der nächste Schritt. So, hier müssen wir einen Personenverkehr einführen. So, zack. Ach so, ja. Super. Oh mein Gott, Nimix. Nicht dein Ernst. So, und jetzt überlegen wir wieder. Wir gehen erst über den Bereich Industrie und dann gehen wir... Ich glaube, wir werden hier nicht wirklich reinfahren. Eins, zwei, drei. Ah, da ist auch noch Dings. Aber gut, ich fahre ja so rum. Erstmal bauen. Genau, so. Da habe ich. Dann würde ich tatsächlich hier hinbauen. Da hinbauen.
dahin bauen. Ja, jetzt haben wir es. Und dann gleich mal ein paar Fahrzeuge rausschicken. 1, 2. Ja, jetzt haben wir kein Geldproblem mehr. Neue Linie. Das ist schon sehr angenehm. Okay, die starten. Jetzt muss ich das hier noch verbinden, damit die Person auch... zum Bahnhof kommen. Apropos, was habe ich gesagt? Vergesst nicht, die Kurve anzumachen. Da. Okay, sonst sieht das nämlich nachher so eckig hier aus. Soll ich jetzt wieder sagen, es provisorisch ist? Dann würde ich diesmal lügen. Naja gut, den werden wir nachher eh oben wandeln, nochmal in einen größeren Bahnhof. Aber bis dato ist das erstmal ganz okay. So, so. Okay. Dann haben wir das und wir kaufen uns einen neuen Zug. Ja gut, jetzt müssen wir überlegen, das drüben würde ja theoretisch schon die Kapazität überschritten sein. Gute Frage, gute Frage. Ich weiß das gerade selber nicht. Ich muss mal ganz kurz hier rüber gucken, bin gleich wieder bei euch. So. Das ist schon eine gute Frage. Ich weiß das da gar nicht. Ich kann jetzt theoretisch schon einen größeren Zug einplanen, wenn das wirklich so kommt wie da drüben. Hey, Leute, ich spiele immer noch auf schwer. Ich verstehe das nicht, dass das so easy ist. Na gut, ich habe das auf schwer ebenfalls schon mal komplett am Ende durch. Ich glaube, ich habe sogar tatsächlich auf schwer alle Achievements mitgenommen. Bin mir nicht ganz sicher mehr. Gut, und der macht... ja. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Also eigentlich habe ich gedacht, wir werden jetzt hier wirklich ein paar Jahre brauchen, bis das sich etabliert hat. Und ja, jetzt ist hier aber auch so langsam Ruhe eingekehrt. Also ich meine damit, dass es jetzt keine übervolle Haltestellen mehr gibt. Aber es sind 56. Jetzt fahren hier noch zwei hin. Der kommt bestimmt noch. Das ist der SS da. Naja, dann auf alle Fälle 18. Ja, das wären... das ist zu viel, ne? 27 Leute kommen nochmal um den Top. Da könnte ich tatsächlich nur mal gucken, ob ich das noch erweitere. Also einen zweiten Zug würde ich noch nicht bauen. Der wird sich jetzt noch nicht rentieren. Aber vielleicht ein paar mehr Waggons hinterbauen. Okay. Ich schiebe jetzt erstmal einen Zug von Carrollton nach Waren, nee, Stockton. Und das machen wir mit dann dem gleichen auf 60. Ja, wir nehmen wieder den kleineren erstmal. Ach, 60. Okay, ja, das passt auch von der Patte her. Und dann würde ich sagen, Happy Birthday, nächster Zug ist geboren. Okay, und wir beschriften das gleich. Da. Schön. Zack, und dann der nächste Zug. Habe ich das jetzt mit ÖVP-Zug benannt? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich habe das nur... ups. So, damit man die Busse von den Zügen unterscheiden kann. Und dann ist das Zug ÖVP. Und dann... ah, oh, das ist ein Name. Nach Stockton. Okay.
Frage ist, warten wir jetzt einen Augenblick, bis das sich rentiert? Oder... Na, wir können den Zug ja eh noch nicht kaufen. Das wäre jetzt die nächste Investition von fast 5 Millionen. Oder 4 Millionen. Warten wir ein bisschen, bis wir Geld reinkommen, wieder Geld reinkommt. Ne, das war schon richtig, was ich dachte. Genau, die Linie 3 hat auch noch keinen. Was? Habe ich jetzt irgendwas anderes benannt? Nein, was habe ich jetzt gemacht? Irgendein Fehler. Zug habe ich es genannt, ne? Ne, das ist richtig. Hä? Ich habe hier auch noch einen Zug. Oh mein Gott. Irgendwas ist hier falsch gelaufen. Ich habe keine Ahnung, was ich wieder falsch gemacht habe. Mann. Zug. Und das ist... So, nach Stockton. Ups, schön geschrieben. Das passt. Und das ist die 1. Genau, das ist dann ÖVP Waren. ÖVP Waren. Und das ist dann jetzt... Was haben wir denn da schon? Ja, stimmt. Ein neues, schönes Fahrzeug für den Personennahverkehr. Okay. Das werde ich, glaube ich, erstmal skippen. Jedenfalls, solange ich jetzt nicht weiß, wie viel Gewinn die einzelnen Strecken machen. Bla, 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 bla. ÖVP, genau. Und dann ist es... Ich müsste alle umbenennen. So, okay. Dieser Zug nervt mich ja. Zug plus... Ich weiß gar nicht, warum ich den so komisch genannt habe. Ich glaube, ich habe einfach nur vergessen, zu Ende zu schreiben. Das wäre ja hier... ach so. Kohle und Eisen. Zug. Und dann... Ja, Kohle. Ach so, Eisen. Moreno Valley. So, dann haben wir den auch benannt. Okay. Haben wir noch irgendwas offen? Ne, keine Linie mehr offen. Das passt. Okay. Jo. Das ist jetzt hier der... Das ist ja schon krass. Der hat eine 500.000 Ertrag. What the hell? Ja, wir müssen jetzt nochmal ganz, glaube ich, ein bisschen diese Punkte nochmal durchgehen, ob wir nicht überall auch genug Fahrzeuge auf den Linien haben. Abgesehen davon den Anfangsrohstoffen. Wie hier ist das Öl und hier ist das Holz. Darauf pfeife ich jetzt ein wenig. Jo, das Brot wird auch schon gut abtransportiert. Nee, so schlecht sind die noch nicht überladen und so schlecht ist es alles noch nicht. Hier ist... ja. Nee, das passt schon. Baumaterial werden da auch schon weitergeliefert. Die sind schon hier angekommen. Wie weit sind wir dann in... So, in Carrollton. Was sagt er denn hier? Hier haben wir schon Versorgung von Werkzeug von 2 und Baumaterial. 21 Baumaterial haben wir ja natürlich hier direkt vor Ort. Deswegen muss da auch recht viel antransportieren. 3,17 sind das schon. Das ist schon echt nicht so schlecht. Aber wir haben einen hohen Emissionswert. Und der kommt ausschließlich aus... Naja, gut, hoch ist der noch nicht. Ja, gut, das ist klar. Das sind die ganzen LKWs, die hier jetzt rumtuckern. Da müsste es hier sogar noch mehr sein. Aber das sieht man nur so an dieser Grafik. Ich will nicht sagen, wie es aussieht. Das sieht ganz komisch aus. So, nehmen wir das hier wieder raus. Und würde ich sagen,
Wir haben wieder genug Geld, das heißt, auch gleich der zweite Zug drauf, dann kümmern wir uns um den anderen Zug. Jetzt muss ich mich nochmal wieder orientieren. Ich drehe mal so viel die Karte, das merke ich gerade. So, hier haben wir den. Das heißt also, dann würden wir hier diese Strecke tatsächlich jetzt auch mit einem anderen Zug beliefern. Fährt der über Braus? Der kann ja gar nicht rausfahren, ne? Der denkt immer die ganze Zeit, da wäre ein Zug, aber... Müssen wir gleich mal checken. Gut. Dampf. Schade, die andere ist jetzt weg. Dann müssen wir doch die größere nehmen. Und 1, 2, 3... Ja, 5,4 Millionen ist okay. Ist ja jetzt echt... Wird ja wirklich jetzt... einfacher. So, der ist auch an Start. Fährst du gleich durch, ist die Frage. Oder glaubst du, du kannst da nicht durch? Nee, okay, passt. Und jetzt müssen wir hier noch den ÖVP einbringen. Das heißt, wieder hier ein Busbahnhof direkt vor die Nase. Am besten hier hin. Ja, und dann plane ich schon mal ein bisschen vor. Da ist zwar noch nichts, aber da wird noch die Stadt sich erweitern. Jetzt ist es so, ja gut, hier wird sie sich auch erweitern, aber das darauf pfeifen wir jetzt erstmal. Füt, füt. Und dann fahren wir hier einmal im Kreis. Gespeichert. Und dann sind wir zurück. Hier haben wir noch kein Depot gebaut. Das heißt also, hier müssen wir dringend auch noch einen hin klatschen. Klatsch. Zack. Und dann kaufen wir schon mal Fahrzeuge und... Ah, hier mache ich das mit dem neuen. Okay. Was kosten die? 16.000 zu 11.000. Naja. Benennen wir gleich die Linie so. Zack, 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 zack. Und zack. Okay, und dann sind wir hier in Neverwill.